Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich habe jetzt die schöne Aufgabe, nur etwas anzumoderieren. Also ich bin sozusagen der Vorspann für den Vortrag, der den eigentlichen Schwerpunkt bilden soll, von Frau Schneider. Mein Name ist Thomas Görz, ich bin Beigeordneter und Stadtkämmerer der Stadt Xanten. Und aus der Kombination Beigeordneter, Schuldezernent und Kämmerer erkennen Sie gleich, in welchem Spannungsfeld ich mich jeden Tag bewege. Das heißt, ich habe auf der einen Seite wunderbare, innovative Menschen wie unsere Schulleitung, die ganz viele Ideen hat und die ich dann auch gerne unterstütze, aber dann gleichzeitig ein Problem habe. Ich habe nämlich eins nicht, das Geld. Und das ist ein Schicksal, was sicherlich die Stadt Xanten mit vielen anderen Städten auch teilt. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man ergibt sich in sein Schicksal und sagt, es ist alles ganz schrecklich und die Welt ist gegen uns und wir kriegen kein Geld, also können wir die Ideen nicht umsetzen. Oder, und das finde ich so faszinierend am Beispiel unserer Schule hier an der Walter-Bader-Realschule, dass man sich auf die Hinterbeine setzt und sagt, dann lösen wir das Problem anders, dann suchen wir nach anderen Geldquellen. Und das beruhigt mich dann auch wieder, weil wir dann als Stadt nicht immer, sag ich mal, den schwarzen Peter, wie es ja eben auch mal angesprochen wurde, haben, dass wir eben kein Geld haben, sondern dass wir gemeinsam nach Lösungen suchen. Wir sind, kann ich sagen, jetzt auch stellvertretend für die Kollegen, die das Gebiet schon länger bearbeiten, immer wohlwollend begleitend haben wir diese Schule unterstützt. Manchmal an der einen oder anderen Stelle muss man nach Kompromissen suchen. Das heißt, wenn jemand viele Ideen hat, dann prescht er auch schon mal vor. Aber ich denke, das ist für eine Stadt wie wir, die den Anspruch hat, auch im Schulbereich innovativ immer vorne mit dabei zu sein, auch nur gut so. Manchmal muss man sich gegenseitig ein bisschen bremsen und wieder auf den Boden zurückholen. Aber das klappt sehr gut. Und ich freue mich darauf. Ich kann auch aus eigener Erfahrung berichten. Ich habe also sozusagen als Vorbereitung auf den Termin heute vor einigen Tagen hospitiert im Unterricht, um das mal zu sehen, live. Und aus der Doppelstunde ist ein ganzer Vormittag geworden. Das heißt, da sehen Sie dran, ich musste meinen Terminkalender ein bisschen umstellen. Aber es war so faszinierend und so interessant, dass ich gesagt habe, okay, den Vormittag, den blocke ich jetzt mal weg und bleibe dabei. Und es war absolut beeindruckend. Ich habe viele Vorurteile von Dingen, die einem so im Hinterkopf schweben, wenn es darum geht, junge Menschen gehen mit Medien um, mit iPads um. Die habe ich widerlegt bekommen in vielen Gesprächen und bin jetzt noch viel beruhigter, wenn ich sehe, dass unser 5-jähriger Sohn auch mit meinem iPad zu Hause schon mal so ein bisschen ausprobiert. Brauche ich also, glaube ich, kein schlechtes Gewissen zu haben, dass das eine gute Plattform ist, um dann auch später in der Schule damit zu arbeiten. Das vielleicht als Vorrede meinerseits und ich würde jetzt gerne an Frau Schneider übergeben. Vielen Dank, Herr Görz. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie sind nachmittags neugierig. Ich darf Ihnen vorstellen, unseren Kollegen Christian Haug, der Projektleiter bei uns ist und Informatiklehrer. Ich bin Schulleiterin der Walter-Bader-Realschule seit 7 Jahren, arbeite seit 27 Jahren dort und habe jetzt vorbereitet die Pensionierung dieser Schule. Das wird im Jahr 2019 sein und stattdessen wird dann die Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, die wir jetzt im Sommer gründen, hinaufgewachsen sein bis zum Jahrgang 10 und dann bis zum Abitur. Daran können Sie erkennen, was vor Ort sich getan hat, nämlich die Fragestellung, wie gehen wir mit Unterschieden um? Wenn Sie sich hier die Menschen im Saal angucken, da ist jeder anders und jede hat ihre eigenen Begabungen, Vorlieben und Schwächen. Das ist in jedem Lehrerkollegium so, das ist im Vergleich der Elternhäuser so und selbstverständlich auch bei unseren Schülerinnen und Schülern. Deswegen ist die Herausforderung, wie gehen wir mit Unterschieden um, eigentlich schon eine Dauerherausforderung der Vergangenheit, aber sicherlich deutlich ins Bewusstsein geraten in den letzten Jahren unter dem Stichwort Inklusion. Das Ziel einer jeden Schule sollte sein, Schüler und Schülerinnen zu dem für den jeweils einzelnen Menschen bestmöglichen Erfolg zu führen. Das ist unser erklärtes Ziel. Und weil wir so unterschiedlich sind, geht das eben nicht auf ein und demselben Weg, in derselben Menge an Zeit, sondern auch da gibt es Unterschiede. Grundsätze, wir sind auf dem Weg zur inklusiven Schule. Was heißt das? Wir haben einen Aufzug, wir unterrichten Kinder, die nicht selbstständig laufen können. Wir haben Kinder, die im Bereich emotionale und sozialem Verhalten dazulernen müssen und uns auch zum Lernen bringen. Wir haben Schüler und Schülerinnen, die langsam lernen. Wir haben welche, die nicht gut hören, ganz unterschiedliche. Und wir haben zum Beispiel Kinder, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Also Unterschiede sind schon da.
Wir haben vor einigen Jahren entschieden, wir werden eine Medienschule und die Idee gehabt, die Schule, der Schulträger stellt jedem Kind ein digitales Gerät zur Verfügung. Ich persönlich hatte die Idee, wir machen das so wie bei unserer Bläserklasse und irgendwann kam mir dann die Erkenntnis, das ist nicht nur finanzierbar, sondern geradewegs auch dumm. Weil, wenn ich mir ein digitales Gerät kaufe, in dem Moment, in dem ich es erwerbe, das Neue schon fast schon vor dem Verkauf steht. Also das kann gar nicht funktionieren. Aber was funktionieren sollte, war, dass wir alle miteinander medienkompetent werden. Also eine Ahnung davon haben, damit umgehen können, die richtige Wahl treffen und so weiter. Ganz viele Dinge kamen dann zusammen. Unsere Schule hat mehrfach den Schulentwicklungspreis Gute, gesunde Schule gewonnen. Der ist mit Geld verbunden. Das haben wir in den Ausbau der Schule gesteckt. Und gleichzeitig habe ich mir dann vorgenommen, ich lese regelmäßig die Zeitschrift der Unfallkasse NW. Und da fand ich einen Artikel von einem Mitarbeiter, dem Richard Heinen der Universität Duisburg-Essen, Lehrstuhl Mediendidaktik, der zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen war wie ich, nämlich es geht darum, dass jedes Kind das eigene Gerät mitbringt, nicht von der Schule erhält. Und wir haben Kontakt miteinander aufgenommen und daraus ist ein Euregio-Projekt geworden, School IT, ein Gymnasium in Moers und zwei niederländische Schulen mit der Universität Duisburg-Essen sind in diesem dreijährigen Projekt vereint und wir sind jetzt im zweiten Jahr dieses Projekts Bring Your Own Device. Schüler und Schülerinnen lernen mit ihrem eigenen Gerät in der Schule. Wie ist die Schule ausgestattet? Traditionell mit Computerräumen. 30 PCs stehen da. Wir haben jetzt in dem Projekt drei Lerngruppen im Jahrgang 9, die mit ihren eigenen Geräten arbeiten. Wir haben in der Ausleihe 80 Not-Netbooks und 30 bzw. 40 iPads. Jeder Schüler bei uns hat einen Medienausweis und einen eigenen Account. Jeder Lehrer, jede Lehrerin ebenfalls. Im Unterschied zu den Schülern können sich die Erwachsenen 4 digitale Geräte ausleihen. Und wir haben jetzt sehr viele Räume ausgestattet mit Beamer, Laptop oder iPad, Apple TV-Box und Lautsprechern. Und wir können im gesamten Haus auf WLAN zurückgreifen und haben einen zentralen Server. Wir arbeiten zusammen mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein. Die Geräte werden bei uns jetzt im Augenblick genutzt in allen Lernarrangements. Also Schülerinnen und Schüler können sich zu jedem Lernen ein digitales Gerät ausleihen beziehungsweise in dem Jahrgang 9 ihr eigenes Gerät nutzen. Selbstverständlich in Rücksprache mit den Unterrichtenden. Sie recherchieren, sie stellen Ergebnisse dar. Kinder, die im Lesen und Rechtschreiben Schwierigkeiten haben, können die nutzen. Wir haben Kinder, die motorische Schwierigkeiten haben, einen Jungen mit progressiver Muskeldystrophie, einen anderen, der aus anderen Gründen nicht mehr richtig schreiben kann. Auch diese Kinder nutzen diese Geräte. Wir haben Kinder, die im sozialen Bereich Schwierigkeiten haben. Die machen dann Partnerarbeit, indem sie skypen, bis sie so weit sind, dass sie nebeneinander sitzen können, um miteinander Partnerarbeit zu machen. Wir haben Schüler und Schülerinnen, 6 zu Beginn des Schuljahres bekommen, die muttersprachlich Polnisch reden. Die konnten kein Deutsch, und zwar Kinder aus dem Jahrgang 5, 7, 8 und 9. Die haben als Auflage bekommen, in jeder Lernsituation ein digitales Gerät als Übersetzungshilfe zu nutzen. Im naturwissenschaftlichen Unterricht wird mit den Geräten fotografiert und gefilmt. Wir haben Lernprogramme, die uns auch zur Verfügung gestellt werden, die nur online zu üben sind. Das ist also Business Etiquette oder Tell Me More, ein Deutschlernprogramm oder von der IHK, Mathe Plus und ähnliche Dinge. Auch die können bei uns über die digitalen Geräte bearbeitet werden. Wir haben sehr unterschiedliche Kollegen, die auch sehr unterschiedliche arbeiten, machen über WebQuest etwas, Wiki erstellen sie und ähnliches. Wir haben eine AG technisches Zeichnen und wir können Schülerinnen und Schülern, die erkrankt sind, am Unterricht teilnehmen lassen. Das ist vor allem bei denjenigen, die aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen öfter Krankenhausaufenthalte haben. Sie können Tafelanschriebe fotografieren, sie können in kleinen Sequenzen skypen, sie können über E-Mail Kontakt halten. Ein Schüler hat zum Beispiel seine Klassenarbeiten dann zu Hause im Krankenbett geschrieben und ähnliches.
Unterricht haben wir im Jahrgang 5 und 6, jeweils 10 Doppelstunden im Halbjahr, um Tastaturschreiben und Textprogrammarbeiten, Recherche zu erlernen. Wir haben im naturwissenschaftlichen Neigungsschwerpunkt ab Jahrgang 7 in Kombination mit Biologie und Physik 2 Stunden Informatik in der Woche und wir haben einen Neigungsschwerpunkt Technik mit Informatik 4-stündig 4 Jahre lang. Selbstverständlich müssen auch die Erwachsenen so arbeiten, das tun wir, Sie sehen, ich lese das jetzt nicht alles vor, unsere professionelle und berufliche Kommunikation ist digitalisiert und zwar nicht nur zentral, also Schulleitung, Kollegium, sondern auch die Kollegen untereinander, wir haben eine Arbeitsgruppe, die hat sich dann eine Dropbox eingerichtet und ähnliches. Wichtig ist der Punkt Fortbildung. Wir haben sehr unterschiedliche Formen von Fortbildung installiert. In erster Linie ist das die Eigenerfahrung. Als wir entschieden haben, wir werden Medienschule, hatten in kürzester Zeit so und so viele Kolleginnen und Kollegen sich Geräte gekauft, Netbooks und haben einander erklärt, wie man damit arbeitet. Das ist etwas ganz Wichtiges. Das Zweite ist, wir haben Kollegen und Kolleginnen, die besonders interessiert sind. Die waren zum Beispiel bei einer Fortbildung von Apple zum barrierefreien Lernen. Wir haben eine interne Lehrerfortbildung gemacht, die im Wesentlichen von Schülern getragen worden ist, die uns beigebracht haben, wie man mit den unterschiedlichen Geräten arbeitet. Wir haben in jeder Lehrerkonferenz einen Tagesordnungspunkt, gute Ideen zur Nachahmung empfohlen. Da stellen wir jeweils Erfahrungen oder ein Gerät oder eine Unterrichtsmethode oder ein Lernergebnis vor. Eine solche Entwicklung basiert auf Veränderungen. Das ist gar eine ganz zentrale Erfahrung. Die Erwachsenen müssen sich verändern. Sie müssen ihre Einstellungen verändern zu Lernweisen. Ihre Einstellung, was ist eine Kompetenz, muss sich verändern. Sie müssen eine andere Idee bekommen über Lösungen, über Schwierigkeiten und Herausforderungen. Wir müssen uns einigen darauf, dass unsere Aufgabe in erster Linie darin besteht, Schülerinnen und Schüler erfolgreich werden zu lassen in der ihnen eigenen Weise, nicht in der, von der wir denken, dass es die richtige wäre. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Und auch das Denken in den Dimensionen von Lösung und Ressource. Wir haben eine Schwierigkeit, zum Beispiel kein Geld, um so eine Vernetzung durchzuführen. Es wäre aber sehr hilfreich. Und was kann uns helfen auf dem Weg zur Lösung? Ich finde, das ist eine ganz zentrale Veränderung auch in unserer Grundhaltung gewesen. Ebenso gibt es in den Lernsituationen eine Vielfalt und diese Vielfalt ist erwünscht. Also es geht nicht mehr darum, dass jeder zur selben Zeit dieselbe Übung macht und zum selben Zeitpunkt dasselbe gelernt hat. Das hat noch nie funktioniert, es funktioniert auch jetzt nicht. Aber wir wissen das jetzt und sagen, es ist eben so. Ein Kollege hat gesagt, ich habe Jahre gebraucht, bis ich das bejaht habe, nicht bis ich das erkannt habe. Und das heißt, dass unsere Aufgabe darin besteht, herauszufinden, was Schülerinnen und Schüler, die bei uns lernen, brauchen, damit sie erfolgreich lernen. Das heißt also sowas wie Diagnose. Dann die Überlegung, was können wir da einsetzen, was können wir bieten und in welcher Form kann das hier stattfinden. Auch Schülerinnen und Schüler haben sich bei uns verändert. Ein Beispiel ist, früher, wenn da schon mal jemand am PC arbeiten durfte, mussten wir gucken, dass dieses Kind, dass dieser Schüler nicht spielte. Das brauchen wir heute nicht mehr, weil der Umgang mit digitalen Medien so selbstverständlich geworden ist wie mit anderen Medien. Aber sie mussten lernen, wir gehen verantwortungsvoll mit den Dingen um, denn sie sind wertvoll. Als die ersten iPads ins Haus kamen, haben die Schüler gesagt, wie kann das sein, dass wir so was Wertvolles bekommen? Das war eine Ehre für sie und sie gehen auch so damit um. Sie müssen lernen, auch nach den zu ihnen selbst passenden Lernmöglichkeiten zu suchen und sie müssen zunehmend mehr eigenverantwortlich arbeiten. Bei uns Erwachsenen, wir müssen offen sein für Neues und bereit, auch das Expertenwissen der Schüler und Schülerinnen zu nutzen. Die wissen oft mehr und besser mit den Dingen umzugehen als ich. Dabei geben wir auch natürlich Verantwortung ab und
Die große Frage bei uns war, wer macht den Support all dieser Dinge? Wir haben gar keinen Etatposten. Und wir haben festgestellt, das können unsere Schülerinnen und Schüler sehr gut. Herr Haug wird das gleich nochmal zeigen. Danke. Im Rahmen dieses Projektes geht es also darum, dass wir dazu kommen, dass alle Schülerinnen und Schüler, natürlich die Erwachsenen auch, mit ihren eigenen Geräten, unabhängig von der Sorte, Firma und Funktionsweise, in der Schule arbeiten können. Das heißt für die Lernsituation, dass wir die viel bewusster mit einbeziehen, mitplanen und auch individualisiert planen. Jeder Schüler arbeitet dann mit dem eigenen Gerät. Wir werden und haben schon Lernplattformen eingerichtet. Wir haben Schülerinnen und Schüler mit Besonderheiten, ganz unterschiedlicher Art, die bekommen von der Schule ein iPad zur Verfügung gestellt und ebenfalls deren Lernbegleitungen, um erfolgreich lernen zu können. Und sie sind eingebettet in die Lerngruppe, deswegen arbeitet auch die Lerngruppe dann mit iPads. Es geht ja um Inklusion und nicht um Verstärkung von Besonderheit. Wir werden stärker als bisher Aufgaben und Ergebnisse untereinander kommunizieren, selber Apps erstellen. Wir wollen dann alle Räume mit fest installierten Beamern und Laptops ausstatten. Wir haben jetzt so, dass in allen Räumen so gearbeitet werden kann, aber nur in vielen ist es fest installiert. Und wir werden den Bereich der Medienscouts noch weiter ausbauen, sodass die uns als Erwachsene und die Mitschüler noch deutlicher im verantworteten Umgang mit den Medien unterstützen. Herausforderung: Xanten ist eine Stadt im Grünen, fernab von allem. Das heißt, die Telekom hat auch eine schwache Leitung bei uns erst gelegt. Das heißt, unsere 840 Schülerinnen und Schüler, wenn die alle mit ihrem eigenen Gerät arbeiten und noch auf die Idee kommen zu recherchieren im Netz, das können sie nicht erfolgreich tun, weil die Leitung das nicht aushält. Also das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. In Großstädten mag das anders sein, aber bei uns ist das noch eine Schwierigkeit. Der Support bleibt natürlich eine Herausforderung, das ist klar. Dann geht es in erster Linie auch darum, dass wir weiter sehr unterschiedliche Lerndesigns entwickeln, immer mit dem Ziel, der Erfolg des Kindes ist das, worum es überhaupt geht. Wir werden sicherlich noch lernen müssen, Schülerinnen und Schüler mit Lernbehinderung und geistiger Behinderung zu integrieren. Das wird ab Sommer so sein. Und die Einrichtung von Lernplattformen wird auch noch eine weitere Herausforderung für uns sein. Was führt zum Gelingen einer solchen Schulentwicklung? Wir brauchen WLAN und schnelles Internet, wir brauchen natürlich Hardware-Ausrüstung, wir brauchen Software, wir brauchen Stabilität und Zuverlässigkeit in der Funktion, aber wir brauchen auch die Erkenntnis, wann der Einsatz, die Arbeit mit diesen Medien sinnvoll ist, also einen Mehrwert darstellt im Vergleich zu einer anderen Weise des Lernens. Nur als Beispiel, es kam von unserer Schülerverantwortung der Vorschlag, wir machen in diesem Jahr Projekttage und zwar unter dem Motto, eine Woche ohne Papier arbeiten. Dann wurde gefragt, aber mit digitalen Medien, und das müssen wir noch entscheiden, wahrscheinlich damit auch nicht. Also welcher Wert liegt im Einsatz bestimmter Dinge? Die Nutzung der digitalen Medien unterstützt das Lernen. Es kann mit allen Sinnen und angepasst an die vielfältigen Begabungen gearbeitet werden. Zweitens ist der Bezug zur Lebenswelt und Arbeitswelt direkt erkennbar. Die digitalen Medien eröffnen einen Weg zusätzlich und erweitern die Lernmöglichkeiten nicht mehr und nicht weniger. Die Entwicklung und Sicherung der Medienkompetenz aller am Schulleben Beteiligten ist ein wesentlicher Baustein für eine nachhaltige Bildung. Das sind unsere Überzeugungen. Wir werden Ihnen jetzt einige kleine Filmsequenzen zeigen, wie Schüler und Schülerinnen bei uns arbeiten. Die erste: Da sehen Sie einen Schüler, der im Sommer aus Polen zu uns gekommen ist. Und wir werden in Zukunft sicherlich häufiger Schülerinnen und Schüler an unserer Schule haben, wie an anderen auch.
die ohne Deutschkenntnisse zu uns kommen. Wir haben Betriebe in Xanten und Umgebung, da arbeiten Mitarbeitende aus 14 Nationen. Selbstverständlich haben die Familie und Kinder und die kommen auch zu uns. Alan hat also ein iPad und hat einen Google-Übersetzer und hat die Aufgabe, in jedem Unterricht mit dieser Übersetzungshilfe zu arbeiten. Damit hat er seit Anfang des Schuljahres gearbeitet. Philipp ist im Jahrgang 5. Philipp kam auch aus Polen und sprach kein Wort Deutsch. Und er hat sich geweigert, Deutsch zu lernen. Einmal in der Woche sitze ich mit ihm zusammen. Jetzt am Mittwoch haben wir Folgendes gemacht. Philipp hat mit einem Lernspiel Sätze gebildet. Dann hat er diese Sätze gesprochen auf mein iPhone mit Siri. Hat festgestellt, nicht alles, was er spricht, kann er auch anschließend wiedererkennen. Er hat sehr lange sprechen müssen, bis er alle Sätze wiedererkannt hat. Dann hat er mir die Geschichte erzählt. An Ostern hat er ein Kaninchen bekommen. Die Eltern haben 34 Euro bezahlt für den Käfig. Der Nachbar hat das Kaninchen für 10 Euro abgegeben. Jetzt füttert Philipp das Kaninchen mit Möhren, Salat und Gurke. Das war auf Siri. Wir konnten es sehen. Daraufhin hat er diese Texte, seine kleine Geschichte und die Sätze abgeschrieben, ziemlich fehlerfrei auf Deutsch, und er brachte das mit nach Hause. Das ist ein Einsatz unterschiedlicher Medien in einer kleinen Lernsituation. Paulina, auch aus Polen, ist im Jahrgang 9. Paulina konnte wirklich kein Wort Deutsch. Sie hat auch die Übersetzungshilfe bekommen und wir haben Tell Me More Lizenzen erworben. Und sie macht regelmäßig diese Sprachübungen, das sind phonetische Übungen auch, da gibt es einen Eingangstest. Und sie spricht jetzt so Deutsch, dass sie dem Unterricht nicht nur folgen kann, sondern die Unterrichtsinhalte wiedergeben kann. Adam, Jahrgang 7, Mathematikarbeit in der Klasse, wir haben ein Smartboard, da hat er also an dem Smartboard mitgearbeitet. Die Kollegin hat die ersten Mathematikarbeiten übersetzen lassen und er hat Mathematik mitgemacht in Übersetzung und jetzt braucht er diese Übersetzung nicht mehr, jetzt reicht sein Übersetzungsgerät, um auch Mathematik zu machen. Was ich damit sagen will ist, der Einsatz dieser Geräte dient der individuellen Lernmöglichkeit. Das ist das Ziel. Aber damit wir das individuell so machen können, muss das gesamte System so ausgerüstet sein, dass das geht. Aber nicht jeder muss zu jeder Zeit damit arbeiten. Herr Haug zeigt Ihnen jetzt noch andere Sequenzen. Ich bleibe auch relativ schnell und kurzfristig, denn wir kürzen ein bisschen ab. Wir haben noch drei Sequenzen mitgebracht. Zum einmal den 9er IF-Kurs, der zum Beispiel ihre eigenen Geräte mitbringen. Dort haben wir unterschiedliche Modelle, Android-Modelle, iPods, iPads und iPhones und so weiter. Wir haben für den 9er IF-Kurs eine eigene App erstellt, nämlich Java-Programmierung, wo das Thema, wie Professor Boss heute Morgen gesagt hat, mal runtergestuft wird. Etwas auf Schülersprache. Und wir sehen eine Sequenz. Die erstmal zeigt, dass, wie unterschiedlich unsere Schüler arbeiten. So sieht unsere App zum Beispiel aus. Man kommt ganz normal rein, geht dann hinein in unseren Kurs. Die gucken sich zum Beispiel ein Video an, programmieren das Video nach. So ist immer eine Aufgabe oder eben ein Text. Müssen immer wieder Informationen sammeln und auch notieren. Das sehen wir gleich bei der nächsten Schülertruppe, denn die benutzen einfach die Notizfunktion an ihren Handys, tippen gerne damit rum. Aber auch andere Schüler haben wir, die sitzen nämlich direkt daneben, die schreiben lieber mit Papier und Stift. Also wir haben ganz unterschiedliche Arbeit, aber alles ist nachher zu bewerten, weil wir auch anschließend das gleiche Ergebnis kriegen. Jetzt zeigen wir, glaube ich, noch unterschiedliche Modelle, sodass ich nicht hier rumlüge, nämlich auch Notebooks, ein Tablet, glaube ich, von Android und, glaube ich, noch ein iPhone oder so. Aber alles total unterschiedlich, aber die Schüler fühlen sich wohl und das ist das Wichtigste.
Andersrum haben wir einen Schüler, der spricht genauso ungern wie ich vor Leuten. Wir haben dann so einen Tisch overhead, das ist, glaube ich, nicht der Fachbegriff dafür, aber wir nennen es so, und er arbeitet somit vorne gerne an meinem Pult quasi, erklärt Variablen am Beamer und er merkt gar nicht, dass er vor Publikum redet. Wir können diese Bilder direkt speichern, wir können diese Bilder versenden per E-Mail oder in den Ordner der Klassen, und somit haben wir immer wieder das Feedback auch für den Schüler und die Schüler, die zuhören. Andersrum, wir haben noch einmal einen Schüler, der ist schwerhörig, hat arabischen Hintergründe und spricht undeutlich. Das heißt, er verschluckt Wörter, er verschluckt Endungen. Da hoffen wir einfach, dass, oder es funktioniert ja, dass Talai mit Hilfe von Siri deutlicher redet. Da haben wir auch eine kurze Sequenz gefilmt. Da bin ich auch ruhig. Aber wohin? Aber wohin? Sollte ich passen? Sollte ich machen? Aber wohin sollte ich passen? Richtig, super. Auch hier sieht man, Talai arbeitet auch ganz normale Funktionen. Wir brauchten keine großartigen App oder so weiter, sondern wir nehmen einfach das Notizbuch, Siri dazu. Und Talai ist begeisternd dabei, wenn Siri relativ schnell auch das richtige Wort gibt. Also auch dort haben wir einen Erfolg, dass er deutlich herspricht. Vorgesehen war jetzt noch die eigene Präsentation der Medien-Scouts. Da die Präsentation ja auch hier abgegeben wird, würde ich sagen, überspringe ich die. Es lohnt sich, diese Präsentation anzugucken, denn die haben die Medien-Scouts selber gemacht und erklärt wunderbar, was sie arbeiten. Ich danke Ihnen.